So, willkommen bei uns am See. Kurze Sonntagrunde. Wir haben jetzt kurz nach 11:30. Temperaturen sind jetzt von dem Minusbereich schön wieder ins Plus gegangen, so 5, 6 Grad plus, in der Sonne sogar noch ein bisschen wärmer. Ich werde probieren, meine 5 Forellchen heute zu kriegen. Gestern hat der liebe Eddie mir von den Jungs von Ruf des Nordens 3 als Buno geschenkt, einwandfrei. Einer sieht so aus, die anderen beiden haben ein orange-weißes Dekor und der andere ist leicht grün-gelb-schwarz. Dann wollte ich noch vom Ismail die Krokus mal testen. Im letzten Mal war ja auf Gummi gar nichts richtig gegangen, beziehungsweise nur auf lange, dünne Gummis. Auf den Boxster hatten wir ganz gut gefangen, Boxster Weiß. Den habe ich hier noch dranhängen vom letzten Mal. Ich meinte natürlich den schwarz-weißen Boxster. Ich mache die ersten Würfe mit dem Spoon, beziehungsweise mit dem Els Buno von Ruf des Nordens. Mal schauen, ob was läuft. Fliegt schon mal ganz ordentlich. Ist auch ein bisschen schwerer, nicht ganz so leicht. Und Bremse passt auch. Wollen wir mal schauen, ob wir eine kriegen. Laufverhalten könnt ihr jetzt sehen am Rand. Ich hole jetzt schön langsam dran vorbei. Der Trudel schön flattert um die eigene Achse. Wenn ich den stehen lasse, geht er langsam runter. Ich mache es nochmal so. So halte ich die Rute nur fest und er trudelt langsam links und rechts abwärts. Machen wir mal einen Wurf geradeaus zur Insel. Gucken, ob da sich die Kameraden verstecken. Bisschen absinken lassen. Dann hole ich ihn ganz langsam ein. Wir haben auch wirklich blauen Himmel, Sonnenschein. Daher habe ich auch den etwas dunkleren Spoon gewählt, für ein bisschen Kontrast nach oben zum Himmel. So, ein bisschen mehr in die Ecke. Der fliegt eigentlich schon ganz ordentlich. Ich habe noch nicht gewogen, wie schwer der ist, aber wir haben es auch relativ windstill. Kein Seitenwind, kein Gegenwind, kein Rückenwind. Der fliegt ganz gut. Ein bisschen absinken lassen. Ich vermute mal, durch das kalte Wasser stehen die Kameraden immer noch etwas tiefer. Wie gesagt, die schwarze Folie, die wir hier im Teich haben, die heizt sich durch die Sonneneinstrahlung natürlich auf, reflektiert die Wärme zurück in den See. Und die letzten ein, zwei Wochen bekamen halt die Bisse wirklich so 3, 4 Meter genau von der Uferkante entfernt, aber auch nur auf der Seite. Das heißt, der Bereich vom See wird wärmer sein wie hinten die Gegenseite. War der erste Biss, der zweite. Zweimal Kontakt war schon da, ganz kurz in der Rute geruckt, zweimal. So, probieren wir das Ganze nochmal. Bisschen tiefer absinken lassen.
bis da hängt sie und wieder weg. Schade. Aber da war die erste. Vielleicht ein Ticken. Ne, Bremse ist gut. Ist nicht zu hart eingestellt. Probieren wir das Ganze nochmal. Was ich eben gesehen habe, wie ich den ausgepackt habe, der Haken hat natürlich eine leicht eingedrehte Spitze. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig sehen kann. Hat schon ein bisschen was von einem Circle Hook, ganz leicht. Hier vorne sieht man es vielleicht. Ich hatte erst überlegt, ihn zu tauschen gegen meine Spoonhaken, aber ich habe gesagt, komm, lass ihn dran, testen mal so, wie die Jungs den fertig gemacht haben. Die werden schon was bei gedacht haben. Daher bleibt er drauf und angeln erstmal ganz normal weiter. Gucken, die nächste kommt bestimmt auch gleich. Ein bisschen absinken lassen. Und jetzt kommen wir wieder in den heißen Bereich. Da ist der nächste Biss. Ich glaube, der Haken wieder tock. Da ist er wieder. Achtet jetzt mal auf den Randbereich. Die Forelle geht einmal nach, jetzt und noch mal ein zweites Mal. Das ist abgedreht. Sie ist lange hinterhergegangen und dann wieder abgedreht. Ich probiere es jetzt noch einmal mit dem Haken, dann, wenn die wieder nicht sitzen sollte, dann werde ich den gleich mal testen, beziehungsweise ich werde den abmachen, mache einen Spoonhaken von mir drauf und schaue, ob sie dann hängen bleiben. Das war jetzt der dritte Kontakt, einen hatte ich ja kurz dran, ist dann abgegangen. Die Haken sind noch ein bisschen dicker, also nicht wie ein normaler Spoonhaken, eher schon wie sozusagen Richtung Wurmhaken, ein bisschen dicker vom Schenkel her. Also attraktiv finden sie den Köder schon mal, das Laufverhalten auch, die Farbe passt auch mit der Kupferseite und mit etwas dunkleren Gegenseite. Zumindest sind sie schon mal aktiv und gehen dem Köder nach. Nehmen wir es nochmal in die Richtung. Ein bisschen absinken lassen. Einen direkt parallel zum Ufer. Muss auch dabei sagen, der Köder hat eine relativ breite Angriffsfläche, wo die Forelle nachpacken kann. Damit sind auch viele Bisse halt nicht ganz ausgeschlossen. Wenn die den von der Seite nehmen und nicht direkt von hinten, sitzt der Haken halt nicht sofort.
Da hängt, da war sie wieder. Wie gesagt, kurz genommen, ich vermute mal. Jetzt hat sie ihn aber genommen. Ich würde sagen, der Elsbuno. Na, noch ist noch nicht raus. Aber, nein, doch, da ist er noch drin. Schwein gehabt, in den letzten Sekunden noch die Forelle gekriegt. Ja, erster Fisch fürs Abendbrot. So, testen wir gleich mal weiter. Erstmal den Fisch versorgen schnell. Schöne 500 Gramm Portionsforelle. So, ich gehe hinten zwischen die Kiemen rein und mache dann quasi einen Kehlschnitt. So. Fisch kann vernünftig ausbluten, ist direkt tot. Da haben wir das gute Stück. Nummer 1. Zack in die Kühlbox. So, dann geht's gleich weiter. Mal schnell was trinken. Zeigen wir euch nochmal. Wir haben eine. Also es ist ja Kupfermaterial von beiden Seiten logischerweise. Und dann haben sie die eine Seite halt mit ein bisschen Sprühlack. In dem Fall so ein Türkis, würde ich sagen, mit einem Braunton. Einseitig der Sprengring mit dem Haken. Aber den tausche ich jetzt mal. Ich werde mal einen anderen drauf machen und gucken, ob sie dann direkt besser hängen. Weil, wie gesagt, der ist relativ nach innen gedreht. Bis gleich. Ich tausche jetzt schnell mal den Haken aus. Wie gesagt, der ist mir ein bisschen zu weit nach innen gedreht. Will er nicht mit der Zange jetzt an der Spitze rumfummeln. So, ich mache den Haken jetzt ab. So. Und den anderen Haken. Ich habe zwar auch eine Sprengringzange, ich mache es aber jetzt schnell mit den Fingernägeln, weil ich jetzt keine Lust habe. Meine Kiste ist aktuell nicht aufgeräumt, daher habe ich auch keine große Lust jetzt zu suchen. Geht auch mit dem Fingernagel bei den größeren Sprengringen wunderbar. So. Müsste gleich durch sein. Dann vermute ich mal, dass der Kontakt dann zur Forelle besser durchkommt und hängen bleibt. Wie bei denen, so sieht das aus. Der Haken ist natürlich schon im Vergleich zu dem anderen eine ganz andere Hausnummer. Ich weiß nicht, ob man es so sehen kann. Wir testen es einfach mal und gucken, ob sie dann besser hängen bleiben. So, Kescher nehmen wir mit, weil mit Fisch müssen wir immer rechnen bei unserem See. So, ich gucke nochmal. Das Verhältnis Haken zum Spoon passt auch. Das heißt, wenn sie hinten drauf packen, müsste eigentlich direkt sitzen. Und wie gesagt, der ist scharf. Bleibt direkt am Finger schon hängen. Und sollte sich dann auch im relativ harten Maul der Forelle relativ gut reindrehen. Und er ist halt ein ganzes Stückchen dünner vom Durchschnitt her. Nicht vom Durchschnitt, vom Durchmesser so. Also wir lassen wieder absinken. 10 Sekunden ungefähr. Gerade mit den, ob die jetzt Elsbuno heißen, X-Lure und wie die anderen Hersteller all ihre Produkte in der gleichen Form nennen, der fängt schon relativ gut beim Absinken. Das heißt, wenn man einen gestraffter Schnur absinken lässt, bekommt man hier und da schon mal Fallbisse und das ist echt klasse. So, nächster Kontakt, einmal kurz angestoßen, zweimal, habt ihr gesehen, von der Seite, nicht von hinten. Ich führe trotzdem weiter. Ne, nimmst du nochmal, da war sie wieder, da war sie, ah, nochmal. Auch wieder nur von der Seite, ganz vorsichtig. Da ist sie wieder, bis zum Ufer nachgegangen. Das Biest, du, ehrlich, nur immer kurz, die hat... Ich konnte das sehen. Der hat ihn von der Seite immer nur hier attackiert. Gar nicht hinten im Bereich, sondern von der Vorderseite. Aber
Auch wenn sie vorsichtig beißen, sie beißen zumindest. Wieder absinken lassen, ein bisschen länger. Aber wie gesagt, die kommen wirklich unten an der Kante. Das fällt hier so auf 6-7 Meter runter, fast 45 Grad. Und da unten in der Kehle von dem Knick stehen sie. Ein bisschen absinken lassen, ist noch zu hoch. So. Wenn ich die als Bonus gleich getestet habe, werde ich nochmal die Kokos dran machen. Mit denen habe ich noch so ein bisschen Testphasenbedarf übrig. Da ist wieder Biss, kurz angehackt. Da hängt, na, da hing sie. Na, das liegt wohl daran, dass sie den wirklich von der Seite attackieren. Ich glaube, die hat keine Lust mehr, die geht auch nicht mehr nach. Probieren wir es nochmal. Muss wirklich dabei sagen, in den letzten 2 Wochen lief Gummi wesentlich besser hier. Also mit Spoons, ob das Tiefläufer waren oder eher leichte, war es wirklich schwierig. Da hängt es aber diesmal. Jawohl, die zweite auf den L-Spoon. Oh, eine schöne. Ich hoffe mal, der Haken sitzt gut. Nimmt auch ordentlich Schnur von der Rolle. So. Ist die schöne. Ich weiß gar nicht, wo der Köder ist. Hat sie den komplett inhaliert? Doch, da hängt er. So. Nummer 2. Tja, Maddie und Flo, ich würde sagen, euer Did-It-Yourself-Spoon läuft. Auch noch eine schöne Sprungeinlage zum Schluss. Wunderbar. Fisch Nummer 2. Auch hier wieder erstmal den Fisch versorgen, bevor irgendwelche Fotos gemacht werden. Das geht vor. Und so schön kann kein Foto werden, dass der Fisch nicht vernünftig vorher waldgerecht versorgt wird. So, auch hier wieder direkt kehlen. Zack. Da ist das gute Stück, sitzt auch wirklich, man sieht es ganz, ganz knapp. Das heißt, die nehmen zwar, gehen auch nach, aber die Softbaits in den letzten 2 Wochen haben sie besser attackiert. Er sitzt, der Elsbono fängt, wunderbar. So, 5 Stück darf ich die Woche, 2 habe ich jetzt schon. Wie gesagt, er funktioniert, er läuft, er fängt. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Haken nur getauscht. Werde jetzt aber dann trotzdem, auch wenn ich noch 2 andere Farben habe zum Testen, erstmal auf den Kroko wechseln, weil ich hiermit halt noch beim letzten Mal nicht so viel testen konnte, weil es einfach nicht drauf gingen auf die Form, sondern eher auf lange, dünne Köder. Jetzt mache ich mal den rosafarbenen dran, an einem 3 mm Tungstenkopf. Mal schauen, ob sie den auch nehmen. Aktiv sind sie, sie gehen auch nach. Achso, wenn es auffällt, ich habe gar nicht die Route gewechselt. Egal, ich lasse den jetzt mal dran. Ich teste jetzt mal mit der Spoon-Route das Gummi zu führen. Will er keinen Wurf verschenkt lassen. Wenn der Köder schon im Wasser ist, wird er auch geführt. Trotzdem werde ich gleich auf die Solid-Tip-Route wechseln. Zur besseren Bisserkennung.
So, ich wechsle direkt, das ist mir nämlich lieber. Wenn dann auch den Kroko auf den etwas schwereren Tungstenkopf ziehen mit 4 mm, um gerade weil hier die Forellen was tiefer stehen, auch schneller auf Grund zu bekommen und auch unten halten zu können. So. Ich habe extra die leichtere Route mitgeholt. Das ist die 702 mit 3 Gramm Wurfgewicht. Ist für die leichten Köder ideal. So. Die sollte jetzt eigentlich schneller untergehen. Gucken, vielleicht bekommen wir ein bisschen der Absinkphase. Wäre auch mal lustig. Der Köder ist noch nicht unten. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja, sinkt ein bisschen länger. Jetzt ist er unten. So, führen wir jetzt mal langsam wieder hoch. Mit leichten, ganz kurzen Schlägen in der Rute. Nur so 2-3 kurze Zupfer, um den Köder ein bisschen Leben einzuhauchen. Wieder zum Grund sinken lassen. Ne, kommt keine nach. Nee. Laufen wir mal drüben in die Ecke rein, in die Richtung. Ein bisschen Schnurbogen rausholen. Bis. Ah, ja, man sollte auch die Bremse einstellen vorher. Ja, Leute, so ist es. Ausgepackt die Rute, den Rutenhalter getan und die Bremse nicht eingestellt. So ist das, wenn man träumt beim Angeln. So, Biss war auf jeden Fall da. War auch ein guter Biss, hat auch 2-3 Mal nachgepackt. Haken hat sie nicht gespürt. Dafür habe ich dann zu sehr ins Leere gehauen mit der offenen Bremse. Wir müssen das zweite Mal versuchen zu kitzeln. So. So sieht es besser aus. Ja. Wieder schön langsam führen. Leichte Schläge ab und zu mal. Nicht zu viele. Und so aktiv sind sie auch noch nicht, dass sie richtig hinterherjagen. Bisschen passiver geführt.
Bis. Gucken, ob es nochmal nachgeht und nochmal nimmt. Einmal kurz drauf gezackt. Die beißen so vorsichtig. Das haben wir eben schon beim Spoon gesehen. Auf jeden Fall schon mal der zweite Anfasser. Ich werde gleich nochmal die Farbe tauschen. Vier Farben habe ich ja zum Testen bekommen. Ich denke mal, interessant ist wirklich, wenn die zwei- oder dreifarbigen von dem Köder rauskommen, das wird schon mit Sicherheit funktionieren. So ein Schwarz-Weiß wie bei dem Boxster oder Schwarz-Orange, Gelb-Pink, Pink-Grün, sowas könnte schon wirklich gut laufen. Ich muss ich nur mal schneller anhauen. Da war wieder Biss. Einmal drauf getockt. Da geht's wieder, da geht's wieder, da geht's wieder. Jetzt hängt sie aber. Jawohl. Ja, zwei, dreimal genommen. Bisschen richtig attackiert hat. Und dann saß der Haken. Ein bisschen leichter einstellen, die Bremse. So. So, weiter geht's. Leider ist mir der Akku von der GoPro in die Grätsche gegangen. Hiermit hat es gerade funktioniert. Ich werde mit dem Handy jetzt weiter filmen. Geht auch soweit. Und zwei darf ich noch. Gucken, ob ich die noch bekomme. Hier kommt jetzt gleich der Biss und die vierte Forelle hängt wunderbar. Auch wieder auf den Kroko in Pink. So, der Pinke läuft, den Fisch schnell versorgen und dann geht's weiter. So, hier ist er nochmal. Ich werde ihn jetzt mal tauschen gegen eine andere Farbe. Und zwar nehme ich jetzt mal das Braun. Kroko 56 in der Farbe 28.
So. Auch hier kommt der Biss relativ nah am Ufer. Sie nimmt gleich ein, zweimal. Beim dritten Mal kann ich dann durch den Anhieb ordentlich quittieren. So, das waren meine 5 Stück für heute. Da ist die letzte schöne Tier. Das waren meine 2 Stunden am See heute. Die Forellen habe ich dann auch direkt zubereitet zum Abendbrot. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und tschüss.